Ja, hier ist er wieder, euer Borikat. Ich bin hier auf der Karte Winterhimmelsdorf unterwegs. Das Ganze ist ein Begegnungsgefecht und ich fahre den tschechisch-slowakischen Panzer LTWZ-35. Das ist ein leichter Panzer der Tierstufe 2 und ich bin in einem Tier-3er-Gefecht reingekommen. Das ist noch nicht so schlimm, das geht noch alles. Selbst die Tier-3er sind eigentlich hier Keksdosen. Ja, Keksdosen, ich sag mal, der LTVZ 35, das ist auch eine Keksdose, keine Panzerung, eine 37 mm Kanone maximal und ist entwickelt worden als Infanterieunterstützungspanzer, also kein klassischer Kampfpanzer, sondern es ist ein Kind seiner Zeit und ja, da war der Gedanke noch, die Infanterie zu unterstützen mit mobiler Artillerie. Ja. Was soll ich jetzt in diesem Gefecht sagen? Er ist nicht der schnellste. Ich habe schon angedeutet, kaum Panzerung. Aber er ist doch eigentlich, ja, ich finde keine Worte. Ich finde weder Vor- noch Nachteile für ihn, weil das erwarte ich eigentlich beim Tier 2er, was er kann. Zum Beispiel den Gegner unter Feuer nehmen. Und wenn der Gegner meint, er muss sich bewegen, ruhig hinterher. Weil während er sich bewegt, kann er nicht zielen und einaimen. Und das war auch der Vorteil, wieso ich ihn jetzt hier mit rausnehmen konnte. Bisschen zurück ausweichen, dann ist der Winkel besser, dann komme ich an den anderen ran, wenn er ausweicht. Allerdings ist er vorher schon geplatzt. Ja, da kriege ich Besuch auch von einem LTVZ 35. Na, kommt er um die Ecke? Bestimmt. Der will doch ballern. Und da darf er an seiner Stelle sich nicht zurückziehen. Wenn ich geschossen habe, muss er kackfrech stehen bleiben. Ich bin doch kein Autolader, da muss er dann sauber einziehen und mir auch einen Treffer normalerweise setzen. Da gucken wir mal, ob wir ihn rausnehmen schaffen, ohne dabei selber zu platzen. Na, komm. Du kriegst ein, ich krieg ein. Und da haben wir ihn doch. Ja, zu dem Fahrzeug selber. Ich kann gar nicht so viel sagen. Ich habe ihn nur dreimal gespielt, dann hatte ich ihn fertig geforscht. Und habe ihn wieder verkauft. Also schnell durchgeforscht, freie Erfahrung gespart, ihn wirklich gespielt. Mehr kann ich zu dem Fahrzeug auch nicht sagen. Ja, das ist eine dritte Klasse geworden. Ich habe den Panzerbrecher bekommen und das Wirkungsfeuer. Habe 8 Schüsse abgegeben, 6 davon haben getroffen, das waren auch direkt Durchschläge. 214 Schadenspunkte gemacht, nicht viel, aber in diesen niedrigen Tierklassen ist halt nicht viel zu holen. Ich habe 5 Treffer erhalten, 4 waren davon Wirkungstreffer, einer hat nicht durchschlagen. Habe 2 Gegnerfahrzeuge aufgeklärt, sprich gespottet, 2 Gegner beschädigt, 1 zerstört, habe 154 Schadenspunkte beim Gegner ermöglicht, sprich mein Team konnte 154 Schadenspunkte machen. Und finanziell gesehen, dank meines Premium-Accounts waren es hier 8.668 Credits reingewinnen. Ohne einen Premium-Account wären es 5.568 Credits reingewinnen gewesen. Das war ein einfaches Gefecht und so komme ich auf 542 Erfahrungspunkte. Wie schon im Gefecht sagte, ich habe dieses Fahrzeug nur dreimal gespielt. Dann hatte ich ihn fertig geforscht und habe ihn verkauft. Und zu den tschechischen Panzern zurzeit kann ich nicht viel sagen in den unteren Tierklassen. Sie machen, was sie sollen, sind nicht besonders gut, schlecht gepanzert, langsam sind sie auch. Aber das ist das eigentlich, was man von Tier 1er, 2er, 3er so erwartet. Da wird man nicht enttäuscht. Besonders gut sind sie nicht, besonders schlecht auch nicht.
Wie gesagt, damit schießt euer Burgelkatt.